Herr Reif, Sie sagen, das traditionelle Pax-Konzept ist dabei, sich zu verändern? Ja, ich würde das so ausdrücken. Unter klassischem Pax verstehe ich eine Software, die für den Radiologen oder Kardiologen da ist, die unzertrennbar in der Hardware hängt, eine Middleware dazwischen. Und ich denke, diese klassische Zusammenschaltung der Module ist tot, ja. Und was kommt danach? Also ich denke, Hospitaler wollen ihre Daten nicht migrieren. Die haben ja zum Großteil Daten angehäuft über Jahrzehnt oder noch länger. Ja, ich habe einen Kunden hier, der hat 8 Petabyte an Daten, die er sicherlich nicht migrieren will. Und was ich denke, wird passieren, ist, dass man eine Art Portal findet, ein Radiologieportal oder ein Kardiologieportal, das sozusagen on top auf der klassischen Hardware aufsetzt und sich der Daten bedient, die dort vorgehalten werden. Arbeiten Sie als Siemens daran? Ja, das tun wir. Wir arbeiten an einer Software, ich will die mal Future Reading and Reporting nennen, also einer Plattform, die sozusagen als Thin Client auf bestehender Hardware vendorneutral, also aufsitzt und den Radiologen und Kardiologen mit speziellen Lösungen bedient. Wie sieht der Zeitplan aus? Ja, ich will unserem Entwicklungschef nicht vorschreiben, was zu tun, aber ich denke mal ein paar Jahre. Ich würde mal sagen, maximal 3, vielleicht 4. Gibt es Zusammenhänge mit dem Agreement mit Dell? Naja, sagen wir mal so, Dell ist der größte Cloud-Computing-Service-Anbieter weltweit. Wir haben jede Menge Datencenter in den USA, 3. Ich weiß, sie haben gerade eins in England eröffnet. Und von daher ist es ein idealer Partner für das Backend, der Hosten der medizinischen Daten. Und das heißt, wenn es uns jetzt noch gelingt, eine Software zu bauen, die sozusagen auf der Hardware basierend aufsitzt, dann denke ich mal, sind wir der Lösung, die ich da skizziert habe, schon recht nahe gekommen.